Gestern Abend gab es ein neues Update mit den bereits angekündigten Szenarios. Allerdings konnten wir im Spielcode bereits mehr Informationen zu noch unangekündigten Szenarios finden. Weiter wurde ein neues Pflanzenset für die Sims 4 vorgestellt. Mehr dazu in diesem Video. Wenn ihr gestern Abend auf Origin unterwegs wart, wird euch vermutlich schon das neue Update für die Sims 4 aufgefallen sein. Mit dem erhalten insgesamt zwei Szenarien Einzug ins Spiel. Einmal nach der Trennung auf der Suche nach Liebe und Kohle scheffeln. Wie die Entwickler aber erwähnt haben, wird es im Laufe der Zeit noch mehr Szenarien für die Sims 4 geben, unter anderem drei Herausforderungen, die bereits in den Spieledateien gefunden wurden. So wird es eine Herausforderung namens zu viele Kleinkinder mit folgender Beschreibung geben, aber auch eine, die man mit perfektes Allround-Talent übersetzen kann. Völlig neu ist aber das weihnachtliche Überlebenskampf-Szenario, welches vorher noch nicht im Entwicklerstream erwähnt wurde. Dieses hat folgende Beschreibung. Zwei Sims, die auf eine gemeinsame Geschichte mit Zwergen und Immobilienbetrug zurückblicken und sich aus diesem Grund hassen, leben unter einem Dach und sind beide nur zu stur, um auszuziehen. Wird die Weihnachtszeit sie dazu anregen, ihre Unstimmigkeiten aus der Welt zu schaffen oder zumindest einen Weg zu finden, um die Situation während der Feiertage erträglicher zu machen? Sims starten als Feinde, die einen Groll aufeinander hegen, in das Szenario. Dieses klingt für mich persönlich recht spannend, vermutlich können wir dieses wohl um die Weihnachtszeit, also in gut 1,5 Monaten, dann spielen. Weiter wurden mit dem Update die Werte für das Bett des Industrieloft-Sets korrigiert und ein neues Fenster mit ins Basisspiel gebracht, welches auf einem offiziellen Artwork zum Pack zu sehen war. Dieses kann allerdings aktuell nur über einen kleinen Umweg, indem ihr euch den Raum in der Galerie vom Simmer Nando & Stitch herunterladet und es dann mit dem Kopieren-Tool vermehrt erhalten werden. Ansonsten wurde das blühende Räume-Set offiziell vorgestellt, welches nächste Woche am 9. November offiziell erscheinen wird. Das Pack beinhaltet insgesamt 24 verschiedene Pflanzen für das Zuhause der Sims. Eine Übersicht aller Baumodus-Objekte wurde ebenfalls bereits geleakt. Die offizielle Beschreibung des Packs lautet: Hol dir im Die Sims 4 blühende Räume-Set die Natur mit üppigen Grünpflanzen in deine eigenen vier Wände, um jeden Raum neues Leben einzuhauchen. Dekoriere das Haus deiner Sims mit fröhlichen, beruhigenden Pflanzen. Mit Objekten, die sich von verschlungenen Ranken bis hin zu dekorativen Anzuchtstationen reichen, erschaffst du eine Oase der Ruhe. Regale, Tische und sogar Lampen werden durch zauberhafte Begrünung zu lebendigen Dekors. Mit Topf- und Hängepflanzen verwandelst du jeden Raum in ein kleines Paradies. Die lebendige Vegetation kann sogar als Vorhang oder Wandkunst dienen. Bei so viel Grün wirst du dich fühlen, als würdest du in einem Gewächshaus leben. Ein ebenfalls spannender Fakt, der mit diesem Set verbunden ist, wie man der Beschriftung der offiziellen Grafiken entnehmen kann, handelt es sich hier um SP29. Das vorherige Set, Ancient Style, hieß intern allerdings SP26, da liegen zwei Sets dazwischen. Es kann also gut sein, dass auch nächstes Jahr die Fülle an kleinen Sets für die Sims 4 nicht abreißen wird und die Entwickler hier noch weitere Sets für die Sims 4 in der Planung haben. Wie aber ebenfalls vor einer Weile von den Entwicklern verraten wurde, beeinflusst die Produktion der Sets nicht die Geschwindigkeit anderer Packs. Diese sind also komplett voneinander unabhängig in der Entwicklung. Was denkt ihr über das neue Set? Werdet ihr euch dieses holen, wenn es erscheint? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.